Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und heute, ich muss euch leider enttäuschen, es wird eine Galaxie-Folge. Ich meine, okay, wir hatten die letzten Folgen ja auch Action-Hauptmission, noch eine Hauptmission, noch eine Hauptmission. Da diese Ranosch-Mission da. Ne, und jetzt widmen wir uns wieder unserer Nebenmission, weil nach Ranosch ist hier nämlich viel Neues frei. Unter anderem der Hades Nexus hier. Und im Hades Nexus haben wir zwei Missionen tatsächlich, die wir machen sollen. Worum wir uns jetzt auch kümmern wollen. So, fangen wir mit Bofrost an. Bofrost, ein Gestein- und Eisplanet, die Heimat einer wissenschaftlichen Kuriosität. Eingefroren im äquatorialen Eis wurde Beweise für eine primatenähnliche Raumfahrtzivilisation gefunden. Von geschmolzenen Metallfragmenten bis zu Überresten der Kreaturen in Schutzanzügen für Aktivitäten außerhalb ihres Schiffes. Weitere Untersuchungen ergaben, dass ihre Ansiedlung durch Bombardierung aus dem Orbit zerstört wurde. Es handelte sich um Geschütze mit einer Zerstörungskraft von etwa 120 Kilotonnen TNT. Wer floh oder gerade nicht zu Hause war, wurde früher oder später im Eis gefangen und erstickte dort. Diese unbekannte Spezies stammte zwar nicht von Asteria, aber wissenschaftliche Teams suchen nach Beweisen, dass sie dort auch war. Es ist schwer zu glauben, dass sie einen Eisblock wie Bofrost kolonisieren und eine üppige Gartenwelt ignorieren würden. Ihre Heimatwelt ist bislang ebenfalls noch ein Geheimnis. Meldung der Allianz. Im Hekate-System kam es zu Zusammenstößen mit Geth. Jeder Zivilraumverkehr ist daher bis auf weiteres untersagt. Mhm. Was ist da hinten? Triodia. Triodia, ein Gasgigant mit ihrer Größe mit Eiskern, hat aufgrund seiner Wasserstoff-Methan-Atmosphäre eine bläuliche Farbe. Er verfügt über 14 Monde, die nach den Tugenden der Asari bekannt sind. So, wieder eine Meldung der Allianz. Die ist dieselbe. Also es ist dieselbe. Ker. Ja, das ist ein super Name. Ker ist ein trockener und unwirtlicher Planet mit gemäßigten Temperaturen, auf dem es außer mikroskopischen Organismen kaum Leben gibt. Temperatur und Gravitation sind erdähnlich und laden zum Bau von größeren Verstecken ein, was patrianische Sklavenhändler und Verbrecher, die sich keine luxuriöseren Zufluchtsstätten auf anderen Planeten leisten können, auch getan haben. Die milde Stickstoff-Helium-Atmosphäre ermöglicht Ausflüge mit minimaler Zusatzausrüstung. Eine Atemmaske und warme Kleidung reichen meist völlig aus. Minen und andere legale Unternehmungen sind auf Ker eher selten. Die Planetenkruste enthält kaum wertvolle Metalle und verfügt stattdessen über kilometerlange dolomitische Erhebungen aus Kalkstein, Kalkspat und Calciumsulfat. Aha. Und Asteria? Asteria, ein bewohnbarer und für seine trockenen Schwefelwüsten bekannter Planet, ist nur an beiden kolonisiert. Um die ungemütlichen Temperaturen im Äquatornähe von bis zu 65 Grad Celsius zu vermeiden. In den Meeren gibt es zwar eine primitive Fauna, aber nur die wenigsten Spezies können am Land leben. Die Erde bleibt widerstandsfähigen Pflanzen überlassen, die kein Problem mit der Extremhitze haben. Auf Asteria gibt es blühende Agrarkolonien von Menschen und Asari, aber produzierende Industrie oder Ressourcenabbau jedweder Art findet so gut wie nicht statt. Hinweis für Reisende: Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre von Asteria kann 2500 Teile pro Million erreichen. Bürger sollten dafür für Kinder und Senioren stets zusätzlichen Sauerstoff mitführen. Die lokalen Behörden sind ihnen bei Frühwarnsystemen mit Tieren und ähnlichen Schutzmaßnahmen gerne behilflich. Aha. Ich habe etwas gefunden. Jo. Können wir nochmal scannen. Aha, da oben. Da. Was gibt's? Hongkong? Aha. 50% erreicht. Eieiei. Na, wunderbar. Jetzt wird's eng. Aha. Ich bin raus. Ich habe etwas gefunden. So. Ein Wrack mit Treibstoff. Huch, na. So, schon besser.
Okay. Auch gut. So. So, weiter raus. Nach Hopplus. So. Ah, und dann immer ein Massenportal. Wir fliegen doch gar nicht durchs Massenportal dann immer. Naja. So, Hopplos. Hopplos hat Aegis. Und Aegis ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant. War vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren der Schauplatz eines bis dahin unbekannten kosmischen Ereignisses. Ein extrasolares, etwa 200 Quadratkilometer großes Objekt wurde von der Gravitation von Aegis angezogen und schlug auf dem Jupiter-ähnlichen Planeten auf, wobei genug Staub und Material in den Orbit geschleudert wurde, um einen Ring zu bilden. Folgende moderne Legende ist daraus entstanden. Wenn das extrasolare Objekt, meist als Komet bezeichnet, nicht in die Gravitation von Aegis geraten wäre, hätte es später eine Kollision mit Trident gegeben, was dort zur völligen Auslöschung alles Lebens geführt hätte. Wissenschaftler sind der Meinung, dass es sich dabei bestenfalls um eine starke Übertreibung handelt. Na, hoffen wir's. Trident, eine schöne Gartenwelt auf viel Wasser. Trident, eine hauptsächlich von Menschen besiedelte Welt, deren Oberfläche von mehr als 95% von Salzwasser bedeckt ist. Verfügt über einen erstaunlichen Artenreichtum. Die Ozeane sind voller Kreaturen, von winzigen Weichtieren bis hin zu gigantischen Wirbeltieren, die selbst die Wale und Ichthyosaurier der Erde übertreffen. Die geringe Landmasse besteht aus einigen kleinen Inselgruppen und über die enorm teuren Immobilien wird so gut wie ständig gestritten. Zahlreiche wertvolle Mineralien wurden mittels Unterwasserabbau vom Meeresgrund geholt, darunter Iridium, Uran und Element Zero in Staubform. Auf Trident gibt es so gut wie keine Gesetze. Man findet dort eine beträchtliche Anzahl Konzerne ohne Ethos und Moral, die die Ressourcen des Planeten ausbeuten und daneben ebenso ehrlose wie unmoralische Kriminelle, Verbrecher, Sklavenhändler und Söldner, die im Schatten die Schnutzarbeit machen. Hinweis für Reisende. Wegen extremer Wetterbedingungen ist der Verkehr zur Oberfläche derzeit vollständig eingestellt. Die Raumhafenverwaltung von Trident geht davon aus, dass dieser Zustand bis zum Ende der Sturmsaison anhält. Jo. Was haben wir hier? Makarm oder Makaira? Makaira ist ein kleiner Gesteinsplanet, dessen dünne Atmosphäre und hoher Albedo dafür sorgen, dass er nicht noch heißer wird, als er sowieso schon ist. Die Kruste ist reich in Natriumoxid, was dem Planeten eine weißliche Färbung gibt. Aha. Der Mond? Kopis, der größte Mond von Makaira, ist ein unwirtlicher Ort mit extrem dünner Atmosphäre. Seine Kruste besteht größtenteils aus Quarz und es gibt keine Anzeichen von Wasser. Wie bei seinem Planeten verhindert nur die hohe Albedo ein totales Inferno und wenn Makaira ihn verdeckt, ist die Temperatur fast schon erträglich. Die geringe Gravitation lässt sich durch ein Masseneffektfeld im Fahrzeug oder einen Anzug so weit ausgleichen, dass eine bequeme Erkundung möglich wird. Und Talaria? Talaria, ein Gesteinsplanet, dessen Spuren von Atmosphäre restlos verbrannt sind, umkreist den Stern Hopplos mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, nämlich einmal alle 36 Tage. Obwohl mit gebundener Rotation sind sogar seine Lichtschattengrenze und seine dunklen Seiten zu unwirtlich für Leben. Da sein Schwesterplanet Trident über Unmengen von Ressourcen verfügt, wurde Talaria von den galaktischen Erschließungsinteressen bisher fast vollständig ignoriert. Signal bestätigt. Aha, das scannen wir doch mal. So, was haben wir hier denn? Auf einem Mond. Warum muss das denn immer so weit oben sein? Kann das nicht mal in der Mitte des Planeten sein? Ist doch wahr, es ist immer an diesen Polen. Aha, der Obelisk von Carson. Wir haben 50%. Na, wunderbar. Das ist so kacke, ne? Ganz im Ernst, das ist so mega kacke. Immer. Du kannst halt nur einmal scannen, quasi. So, das war irgendwo hier. Da. Das finde ich echt abscheußlich, ganz ehrlich. Das ist echt nicht gut gemacht. Das ist auch nicht... Das
hat nichts. Ausweichen erfolgreich. So, und jetzt kommen wir zu Pamjat. Der Treibstoff für den Rückflug müsste eigentlich auch noch reichen. So, als Asteroidengürtel müssen wir erstmal gucken, ob da drin was ist. Oh, doch, Volkov. Haha. Der Zwergplanet Volkov hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Krypton. Der Iridiumabbau boomt, aber Volkov hat keinen besonders guten Ruf. Reich, aber gefährlich, heißt es. Hinter den beiden Minimonen, Sinevieva und Alena, lauern häufig Piraten, die Frachter nach dem Verlassen der Atmosphäre überfallen. Dazu kommt noch, dass Volkov im Chasov-Gürtel liegt, einem Feld voller Asteroiden und anderer Kleinkörper, was zu häufigen Meteoriteneinschlägen auf dem Planeten führt. Dadurch verursachte Todesfälle sind zwar selten, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch hoch genug, dass die bei Lebensversicherungen mit in die Prämienberechnung mit einfließt. Mhm. Sieht nicht so aus, als wäre da noch was. Patsayev. Patsayev ist ein Gesteinsplanet, der von gefrorenen Ozeanen bedeckt ist. Bemerkenswert ist er vor allem deshalb, weil sich dort die größte Inschrift befindet, die je ein Mensch angefertigt hat. Andrei Kopsner, ein enttäuschter Minenarbeiter, der seine Ersparnisse bei der Suche nach Isibo verbraucht hatte, benutzte die Massenbeschleunigerkanone eines A61-Mannsjägers, der einer dortigen Söldnergruppe angehörte, um eine 208 Kilometer lange Nachricht ins Eis zu brennen. Sie lautet Zdes, Nichigonet. Das ist russisch und bedeutet, hier ist nichts. Die Nachricht ist aus dem Weltraum einwandfrei zu entziffern. Ironischerweise hat sie ihren Zweck verfehlt, künftige Kolonisten fernzuhalten, sondern zieht viel mehr Touristen an. Ich sehe es hier nicht. Also ist blöd. So. Dobrowolski. Was ist das, das russische System? Dobrowolski, ein weiterer beinahe erdgroßer Gesteinsplanet ohne nennenswerte Atmosphäre, ist der Hauptsitz von Altai Mineral Works. Ein dort beheimateter Konzern, der für seine Erfolge bei der Raffinierung von Isibo bekannt ist. Der Planet selbst liefert lokalen Bauunternehmen Aluminium und es ist erstaunlich, wie viele Gebäude in diesem System entstehen, das über keinen einzigen Gartenplaneten verfügt. Die Ärzte werden von dem ganzen, deren den ganzen Weg vom Sheol-System angeliefert und Dobrowolski ist somit der lebende Beweis des alten Minenarbeiter-Klischees, wo es Isibo gibt, gibt es auch Ökonomie. Ja, auf jeden Fall. Und Komarov. Das Pamjat-System wurde zuerst von den Nassari erfasst, aber dann von den Menschen kolonisiert. In der Nähe der Sonne gibt es dort den beinahe erdgroßen Planeten Komarov. Er hat kaum Atmosphäre, aber das hat Minenarbeiter nicht davon abgehalten, aus der Kruste Iridium zu fördern. Ich habe etwas gefunden. Aha. So. Mal gucken. Aha. Leipzig? Was wollen wir denn mit Leipzig? Oh, jetzt habe ich wieder 50%. Ich hasse das. Mann. Das ist so ätzend. Vielleicht habe ich jetzt sogar noch Glück. 100 Einheiten Treibstoff, naja. Reaper Umgang. So, Sheol. Ach, das ist ja ein Megasystem. Gai Hinnom. Gai Hinnom, ein roten Zwerg rotationsgebundener Planet, fast ohne Atmosphäre, war der erste Ort, an dem Forscher der Menschen Begräbnisstätten der Proteaner gefunden haben. Einige wenige wurden für die Restnachwelt erhalten. Beim Rest setzte Eldfell Ashland erfolgreich durch, das überall nach Element Zero gesucht werden durfte. Schon bald kam es zum Skandal. Minenarbeiter plünderten Gräber, suchten nach Isibo und anderen Schätzen und viele wurden bei diesen sogenannten Friedhofsaktionen sogar reich. EAE endete zwar offiziell die Plünderung, aber seine Arbeiter belieben auf dem Planeten, durchforsten Gebiete ohne Claim und bringen das geförderte Erz zur Raffinierung ins Panjamat-System. Hinweis für Reisende. Zwischen Minenarbeitern und Wissenschaftlern, die bei Elde die proteanischen Ruinen für sich beanspruchen, ist es zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Besucher wird zur Mitnahme von Sicherheitsleuten geraten, falls sie unbekannte Regionen des Planeten erkunden möchten. Signal bestätigt. Aha. Das war mir irgendwie klar. So. Aha. Proteanische Sphäre. Ich hoffe, das sind 100%. Jawohl. Damit ist das System auch 100%. Sehr schön.
So. Ist hier eine Tankstelle? Natürlich nicht. So, Massenportalsprung. Hartes Nexus haben wir. Als nächstes würde ich nach Dekuna. Wenn das möglich ist. Wenn ich es finde, sagen wir es mal so. Das Ding ist, es gibt Dekuna, aber... Ich weiß nur nicht, wo das ist, weil das ist halt ein System und kein Nebel. Ah, hier ist eine Tankstelle. Mulaxul, okay, da ist wohl dann doch nichts. Was ist das? Ein Horchposten, ah ja. Attica Beta. Waren wir da schon mal? Weiß ich gerade gar nicht. Nur Terseus bringt also auch nichts weiter. Argos Roh. Hades Gamma waren wir schon mal, aber Argos Roh glaube ich noch nicht, oder? Ja doch, ich bin jetzt nicht sicher. Hydra! Hey! Phönix, Gorgon. Okay, das ist irgendwie hier der Mythologie-Sektor. Bringt uns nun nichts. Pferdekopfnebel, Arcturus Storm, Andersbecken, Kroganisch, dem Z, Apienkranz, Aethon Cluster. Ist mal Grenz zu der Würgeschlund, Valhalla. Ich gehe mal in den Aethon Cluster. Müssen wir eh noch hin. Nura? Shain? Isori und Satuart. Aber erstmal scannen wir hier. Doldit. Die Monde von Doldit sind längst erschöpft. Warte mal, hier waren wir schon mal. Okay. Ja, wenn es sonst nichts ist, ne? Ich habe etwas gefunden. Irune. Wir sollen nämlich ja noch diese Bücher da von Irune finden. Das haben wir ja seit 1 Milliarde Jahren. Ja, aus wie ein Schlammplanet, wenn ich mir die Meere angucke. So, Buch von Planex. 33% erst. Ach, komm. Ich kann nur den Kopf schütteln, ganz ehrlich. Hierbei immer. Das ist doch Kacke. Ich habe etwas gefunden. So. Und dann dreimal insgesamt. Das ist doch. Das finde ich echt beschissen gemacht. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, ich finde das ist jetzt auch nicht so. Muss jetzt auch nicht sein, dass man das damit unbedingt mit einbringt, so einen Reaper-Angriff im Universum, quasi. Es ist Spielerei. Muss nicht gemacht werden. So. So, weiter. Über diesen grünen Planeten, es ist keine Gartenwelt, glaube ich. Ja, wird einfach nur Chrom in der Atmosphäre sein. Wohl des Produktionseinheiten, aha. Ja. Weiß nicht, ob das was bringt. So, Apienkranz. Müssen wir eh noch hin. Apien oder Apienkranz, ich weiß es nicht. Castellus.
Castellus! Fußballspieler bestimmt. Gema E. Ja. Ne? Hier ist jetzt nichts. Datriox. Aber wir müssen hier eh hin. Von daher ist das nicht so weiter schlimm. Datriox ist ein kleiner Gesteins- und Eisplanet mit einer extrem dünnen Atmosphäre auf Stickstoffbasis. Die Iridium-Vorkommen des Planeten gehören zur strategischen Reserve von Pelavan während der Kurganischen Rebellion und die Anlagen sind bis heute in Betrieb. Scans zeigen an, dass die Reaper die Einrichtung auf der Oberfläche nicht zerstört haben. Entweder sehen sie darin keine Bedrohung oder sie haben Pläne für eigene Zwecke zu benutzen. Einige wenige... Habe ich das nicht schon mal gemacht? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, meine ich doch wohl. Das Pelavan und so... Ach, ist das... Thema erkundet. Upsala. So, ich scanne mal, weil das geht ja anscheinend ja ohne Probleme. Wir wissen ja immer nie, ob in sich in solchen Systemen was befindet. Ich glaube zwar nicht, aber... Man weiß ja nicht. Okay, da ist tatsächlich nichts. Castellus. Gehen wir zuerst nach Gemae. Eieieiei. Phairos ist ein Asteroid, der in der Nähe von Gemae, einem blauen Giganten, ach du Scheiße, der Klasse B geschleppt wurde, um in einem Planeten, System und Planeten als terrestrische Militärbasis zu dienen. Eine große Anzahl von Sonnenkollektoren absorbiert Energie von dem Stern und sendet sie zu Rezeptoren in der Nähe des der Lichtschattengrenze, der rotationsgebundenen Asteroiden. Unter der Oberfläche generieren Dutzende von Partikelbeschleunigern Antiprotonen für Raumschifftreibstoff. Die Reaper haben eine schlagkräftige Streitmacht in das Gemae-System geschickt, mussten aber feststellen, dass die Turianer bereit und fähig waren, die Treibstoffversorgung ihrer Armada zu verteidigen. Warnung zufolge befinden sich die Reaper immer noch in dem System und warten auf Verstärkung. Im Moment können die Turianer noch betanken, aber nur, weil sie ihre Truppen hier abgestellt haben, die sonst bei der Verteidigung von Pelavan geholfen hätten. Signal bestätigt. Jo, das war viel direkt so auf einmal. Oh, das war gewusst. Man sieht auch richtig schön diesen Streifen hier. So. Gewusst wie, ne? Direkt alles hier. 800, jau. Ja, zwei Wracks in einem System ist auch sehr nützlich. So, Castellus. Mit vollem Treibstoff dürften wir sogar den Rückweg doch schaffen. Asteroidengürtel wieder ablaufen. Ist da was drin? Das ist die große Frage. Aber es sieht nicht so aus. Ich sehe auch mit dem bloßen Auge jetzt nichts, was ich erkennen würde. Okay, wir nehmen die Abkürzung. Zu Iritum. Iritum ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mittlerer Größe mit deutlich sichtbaren Ringen. Reaper-Großkampfschiffe haben die Monde des Systems beschossen und damit gezielt die Kolonien samt Infrastruktur vernichtet. Der Hinweis der Sternkarte auf die natürliche Schönheit des Ringsystems wirkt jetzt ein wenig unpassend. Jo. Was haben wir hier? Phiax. Phiax ist ein großer erdähnlicher Planet mit einer gefrorenen Oberfläche, einer dünnen Atmosphäre auf Stickstoffbasis und einer hohen Gravitation. Er bescherte den Turianern das Problem, seine reichen Schwermetallvorkommen abzubauen und abzutransportieren, ohne dabei so viel Treibstoff oder Sievol zu verbrauchen, dass kein Profit mehr übrig bleibt. Letztlich wurde der Bergbau von der Hierarchie subventioniert, die dafür große Mengen Gold, Iridium und Niobium als strategische Reserve erhielt. Die Sensoren zeigen eine große Reaper-Streitmacht aus Großkampfschiffen und Zerstörern, die die Verteidigungstruppen von Phiax verjagt hat. Interessanterweise scheint sie einige Orbitalstationen unbestätigt besetzt zu haben, statt sie in Schrott zu verwandeln. Na, die können ja... Hä? Ist nix!
ja, gut. So, die Geres. Die Geres, diese für Lebewesen auf Basis von Dextroaminosäuren überaus einladende Kolonie der Turianer, war vor allem deshalb berühmt, weil hier die blutigste Schlacht der turianischen Geschichte stattgefunden hat. Was inzwischen allerdings nicht mehr gilt. Während der Kroganischen Rebellion brachte ein Warlord namens Grakendal den Kampf bis in die Heimatcluster von Pelavan und bombardierte den nur moderat verteidigten Digeris. Als Verstärkung eintraf, um ihn Einhalt zu gebieten, platzierte sich Dals Flotte so vor Digeris, dass Fehlschüsse den Planeten trafen. Trotz dieses Nachteils gewann die Turianer die Schlacht, verloren aber gegen die kroganischen Schlachtschiffe zahllose Jäger und Kreuzer. Heute hält die turianische Flotte die Geres in einem Patt. Die Weeper konzentrieren sich auf Pelavan und andere Ziele und schickten eine relativ kleine Streitmacht, um den Planeten zu erobern, die Turianer zurückschlagen konnten. Und jetzt bewachen die Turianer den Planeten, während die Weeper durch das System streifen und einfachere Ziele vernichten, bis Verstärkung eintrifft. Nios. Nios ist ein kleiner erdähnlicher Planet mit einer Dampfkochtopfatmosphäre aus Argon und Kohlendioxid. Sonden haben Klippen aus Kalkspat entdeckt, aber kaum wertvolle Minerale, und darum gibt es hier nur ein paar künstliche Satelliten, als die Weeper angriffen. Bruchstücke von zerstörten Forschungsstationen und Spionagedrohnen sammeln sich an den Lagrange-Punkten des Planeten und sind ein Navigationsrisiko. Joa. Und Carborix. Gottes Willen ist der schwarz. Carborix ist ein kleiner Gesteinsplanet mit einer zunehmend dünner werdenden Atmosphäre. Seit Jahrtausenden findet hier Robobergbau statt. Erst von seltenen Metallen der Platingruppe und radioaktiven Elementen, später von Katalysatoren und Halbleitern und schließlich von Metallen wie Titan, Eisen und Nickel. Die Anlagen standen schon kurz vor der Schließung, als die Weeper den Planeten angriffen und die Orbitalstation und die Frühwarnsatelliten der Turianer in Schmelzmetall verwandelten. Mhm. Ich habe etwas gefunden. Natürlich. Das ist so eine dreckige Kacke, ne? Mit diesen Weepern hier. Das passt auch nicht zum Spiel. Also es passt halt schon irgendwo zum Spiel, wegen Weeper, ganze Galaxie, Weeper, bla bla bla, Kacke. Es ist trotzdem scheiße, weil das ist halt jetzt echt nicht so spielspaßfördernd. Aha. Ja, nimmt mich ein. Was? So. Ich habe etwas gefunden. Aha. Treibstoff, ne, jo. So, wo war das nochmal? Ach du Kacke. Das war der falsche Planet. Nicht? So. Müsst doch gleich kommen, unser. So. ÜLG-Sprung erfolgreich. So, wir haben 100% vom Apienkranz. Das ist schon mal gut. Kurz noch auftanken, wenn hier schon eine Tankstelle ist. Dann zum Massenportal. Eton Cluster. Anosbecken. Sonst nix, oder? Zur Cash. Ne, das sind nur die Salarianer hier. Argos Rose. Minigarten Sigma. Hatten wir das schon mal entdeckt? Ist das nicht. Was haben wir denn hier? Ja, Han, Bing. Noch mehr Reissorten? Nee.
9% vom Silian-Nebel? Was? Da müssen wir nämlich auch noch hin. So. Hier ist 100%, das ist schon mal gut. Machen wir dann einfach noch diesen Nebel und dann Folge beenden. So. Loropi. Was haben wir denn hier? Da hinten sehe ich einen Planeten im Asteroidengürtel. Da ist es schon mal gut. Ja, Silium. Ja, Silium ist ein kleinerer Gesteinsplanet, der den Ring von Felsbrocken am Rand der Umlaufbahn von Loropi noch nicht ganz verlassen hat. Man vermutet sogar, dass er extrasolar ist und eingefangen wurde. Mehrere Jahrtausende lang gab es auf Jasilium zahlreiche Minenkolonien. Erst Iridium, dann Titan und schließlich Leichtmetalle wie Bauxit und Aluminium. Der Planet wurde lange vor der Reaper-Invasion verlassen. Mhm. Papos. Papos, ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant mit einem beträchtlichen Stickstoffanteil, ist nach einer bekannten Gesetzgeberin der Asari benannt. Ihre Abhandlung über das Zögern von Demokratien mit anderen Demokratien Krieg zu führen, wurde zu einem zentralen Lehrsatz der politischen Theorie von Asari und hat letztlich zu dem jetzigen goldenen Zeitalter auf Tessia geführt. Der Planet selbst war nur erwähnenswert wegen seiner Orbitalstation, die nach der Gewinnung von Deuterium mit Helium 3 Transporter betankt haben. Die Reaper haben die Station zerstört und die Bewohner getötet. Ja. Was haben wir hier? Ein Wrack. Aha. Die Asari betrieben früher gewaltige Sonnenkollektoren rund um den blau-weißen AUV-Stern Loropi und nutzten die beträchtliche Hitze der Sonne zur Erzeugung von Antiprotonen für militärtauglichen Raumschiff-Treibstoff. Dieses Wort, ne? Jetzt gibt es dort nur noch Schrott. Die Reaper tauchten in der Nähe des Silian-Nebel-Clusters aus dem Orkus-Nebel auf und bildeten eine Front im Loropi-System. Die Asari-Flotte, die die Esporta-Station bewachte, ist verschwunden, zerstreut und vernichtet. Man kann nur hoffen, dass die Reservereaktoren im Kypladon-System nicht versagen, sonst geht der Asari-Flotte schnell der Treibstoff aus. Aha. Signal bestätigt. Ah, okay. So, ein Wrack mit 301 Stoffen. Natürlich. So. So. Aber das könnten wir schaffen. Ja, sehr gut. Was gibt's hier? Eine Scharfschützeneinheit. Aha. Interessant. Ausweichen erfolgreich. Jawohl. 27% haben wir. Okay. In dem Asteroidengürtel sehe ich keinen Planeten. Phoros. Sehr schöner Planet wieder mal, finde ich. Vor allem diese Ringe hier. Phoros ist ein Wasserstoff-Gasgigant, der durch verwirbelte Bänder aus Ammoniak und Schwefel orangenfarben erscheint. Auf seinen vier Monden befanden sich kleine Raumhäfen, die dort und in den nahegelegenen Helima-Asteroidengürtel Bergbau betrieben. Leider war Phoros ein frühes Ziel der Reaper. Sie machten mit den lunaren Außenposten kurzen Prozess. Die Sensoren melden weder Überlebende noch Reaper-Streitkräfte, aber das Ringsystem von Phoros ist voller Staub und Eis und man könnte sich gut darin verstecken. Hyetiana. Hyetiana dient den Asari als Forschungszentrum mit mehreren Beobachtungsaußenposten, Gletscherbohrungsstationen und Bildungseinrichtungen. Die Durchschnittstemperatur des Planeten bewegt sich nahe am Gefrierpunkt, aber am Äquator gibt es Ozeane und zahlreiche Süßwasserflüsse. Xenobiologen waren hier oft zu Besuch, weil die Forschungsstationen gerade für Biowissenschaften das reinste Paradies waren. Die Reaper haben die Raumhäfen und die Verteidigungsstreitkräfte von Hyetiana vernichtet. Die auf anderen Asari-Welten auch bezwang sie die durchgehend biotische Bevölkerung zur Kapitulation, indem sie mit massiver Vergeltung drohten, statt einfach nur Husks angreifen zu lassen. Und Agessia. Aufgrund massiver vulkanischer Aktivität und der Hitze des nahegelegenen orangefarbenen Sterns Nahuala ist Agessia ein gnadenloser und sich unaufhörlich verändernder Planet. Ständige Solarwinde und Bombardierung mit Magnetstrahlung haben die Atmosphäre von Agessia stark verdünnt, aber in Kriegszeiten ist das alles ein Segen. Starke Magnetfelder und große Mengen von Vulkanasche in der Luft erschweren Scans jeder Art erheblich, wodurch die Asari hier wertvolle Palladium- und Molybdenminen verbergen können, die für die Kriegsbemühungen enorm wichtig sind. Auch die unterirdischen Kolonien wurden bislang nicht von den Reapern angegriffen.
Ich habe etwas gefunden. Das ist mal wieder ein Wrack. 50%, das andere ist bestimmt auf dem Planeten. So langsam kriegt man ein Gespür dafür. So. Ist immer so, diese typische Menge ist ein Wrack und ein Planet mit irgendeiner Sache drauf. Aha, die Ceres-Wache. Na, holla die Waldfee. So. Reaper umgang. Fontes. Aha. Fontes hat Sangeel. Oder Sangeel oder wie auch immer. Als die Regierung von Dekuna von der Rückkehr der Reaper erfuhr, evakuierten sie die Plattform zur Gewinnung von Helium 3 auf Sangeel vollständig. Der große Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant wurde verlassen, das Personal nach Dekuna gebracht. Das geschah angeblich, weil die Elko-Heimatwelt besser zu verteidigen ist. In Wahrheit könnte eher ein unbewusster Herdentrieb die Ursache sein, weil viele Weidentiere versammeln sich zu großen Gruppen, wenn Raubtiere sich nähern. Ich muss mal gerade kurz den Asteroidengürtel... Sehe ich jetzt nix. Telune. Telune ist nach der ersten Elko-Ansiedlung der Geschichte benannt. Das Wort bedeutet grob übersetzt große und ruhige Wiese, was nicht ganz zutrifft, denn die dichte und schwere Atmosphäre von Telune hält die Oberfläche glühend heiß und die Mischung ist eine unangenehme Mischung aus Kohlendioxid und Helium. Oltern. Ich hatte mal einen Freund, der hieß so, glaube ich. Oltern, ja. Die erste Mission zu Oltern, dem Mond von Dekuna, erforderte 100 Jahre Vorbereitung. Die Elkor-Herrscher dachten nämlich, die Ressourcen für die Raumfahrt könnten auf ihrer Heimatwelt sinnvoll eingesetzt werden. Und so mussten jahrzehntelange Überzeugungsarbeit geleistet werden, bis die Finanzierung des Projekts stand. Alte Stationen, die Helium-3 aus dem Boden des Mondes förderten, waren noch im Betrieb, als die Reaper angriffen und die dort stationierten Elkor aus dem System fliehen. Ach ja. Dekuna! Huhuhu! Die Heimatwelt Dekuna ist voller natürlicher Ressourcen, von ergiebigen Vorkommen wertvoller Metalle bis hin zu weitläufigen Wäldern. Das alles ist gesetzlich geschützt. Die Elkor selbst leben in saftigen Graslanden im Äquatornähe. In diesem Gürtel befindet sich auch der Hauptteil der Ansiedlung auf Dekuna. Die konservative Elkor kaum Veranlassung dazu sehen, die von ihnen als angenehm erfundene Zone zu verlassen. Die beiden Hauptstädte dienen der Migration beim Wechsel von feuchter zu trockener Jahreszeit, was inzwischen zwar dank moderner Technologie nicht mehr nötig ist, aber dennoch weiterhin gemacht wird. Nach der Zerstörung der Elkor Navy haben die Reaper Bodentruppen losgeschickt, um die Städte einzunehmen. Es hat länger gedauert als bei den meisten anderen zivilisierten Welten, weil die Elkor verstreut in kleineren, voneinander entfernten Ansiedlungen leben. Sie mögen nämlich keine dicht besiedelten Städte, sondern leben lieber in familienähnlichen Gemeinschaften. 2,3 Milliarden wohnen da. Ja, ne? Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Name? Lenoir-Mund. Glühend heiße Oberfläche besteht aus Kalk mit Kupfervorkommen. Seine Exosphäre weist Spuren von Stickstoff auf. Die Elkor haben den Planeten dementsprechend unberührt gelassen und lediglich einige Orbitalsonnen installiert, die ihn beobachten und falls doch eines Tages mal etwas Bemerkenswertes passieren sollte. Jo. Signal bestätigt. Mhm. So, da ist ein Mond. Was haben wir da? Okay. Das da? Die Elkor-Flottille. Die Kuna. Scannen war. Ich mag die Elkor einfach. Das sind so süße kleine Wesen. Die aber groß sind. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie solche kämpfen, genau wie die Hana. Könnte doch kein Militär haben, oder? Denke ich mir. 66%. Na, wunderbar. Aha. Gott, haben wir aber Glück gehabt. Ein Wrack. Mit Treibstoff. Wie üblich. ULG-Sprung erfolgreich. Yo. T-Julia. Das ist aber ein langer Flug. So, Atebolos.
Athebolos ist der am weitesten in Theolia entfernte Planet. Seine Dichte ist gering und auf seiner Oberfläche befinden sich verstreut einige veraltete Minenanlagen sowie ein paar unabhängige mechanische Schürfer. Die unbemannten Kundschafter, die den Planeten zuerst erkundeten, melden geringe positive Resultate aufgrund der geringen Gravitation, des niedrigen atmosphärischen Drucks und der leicht zu durchstoßenden Kruste aus Quarz und Salz. Weder die Methantaschen noch die niedrigen Temperaturen waren ein Hindernis für die Asari, aber nach jahrhundertelangem Abbau sind die lohnenden Adern erschöpft und die meisten Bewohner haben dem Planeten den Rücken zugekehrt. Quiresia. Quiresia ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, der der Flotte Treibstoff liefert und zur Magnetfeldentladung dient. Der Planet ist umringt von 7 großen Monden, die das sogenannte Halsband bilden, eine Referenz auf das legendäre Schmuckstift der alten Asari-Königin, nach der Quiresia benannt ist. Quiresia liegt innerhalb der Frostgrenze, wo sich normalerweise keine Gasgiganten bilden. Aus diesem Grund geht man davon aus, dass der Planet extrasolar ist und eingefangen wurde. Die Alternative wäre, dass seine Umlaufbahn kleiner wird, was für den Tourismus und die Einwanderungsbehörde von Nevos eine Katastrophe wäre, weil sie dann irgendwann den Gasgiganten im Weg stünden. Nevos. Nevos wurde 430 CE von Asari-Pionieren entdeckt und ist eine Gartenwelt mit einer blühenden, lebendigen Asari-Kolonie. Sandstrände und ein romantischer Doppelmond sorgen für einen florierenden Tourismus, während sich das alltägliche und auch das geheime Geschäft der Unternehmen ökologischen Spiralen entlang hoher Klippen abspielt. Obwohl Nevos schon vor Jahrhunderten kolonisiert wurde, hat man das Gefühl, von Regulierung und Überwachung in Welten entfernt zu sein. Nicht zuletzt deshalb unterhalten zahlreiche einflussreiche politische Interessenverbände eine Vertretung auf dem Planeten. Aha. So, und was haben wir hier? Hier haben wir noch Loxia. Loxia ist ein kleiner erdähnlicher Planet, der an Theolia rotationsgebunden ist. Aufgrund seiner relativ geringen Masse und der relativ geringen Größe umkreist Loxia seinen Stern außergewöhnlich schnell. Die dünne Atmosphäre des Planeten besteht größtenteils aus Argon und Krypton, was hin und wieder zu langen und dünnen Leuchtbänden entlang der Tag-Nacht-Grenze führt. Loxias Kruste ist vornehmlich erstarrtes Vulkangestein mit weitläufigen Salzebenen und vereinzelten Vorkommen von Kalisalzen. Ich mach mal ein Scan, ich habe etwas gefunden. Der beide Planeten sogar umfasst. Hey, hey. So, wir haben mittlerweile, glaube ich, auch echt fast alle Gartenwelten einmal entdeckt, habe ich das Gefühl. Ring von Alune. Ach, gucke mal. Drei Sachen. So. Pup, pup. Wow. Credits. Ja, wow. Wow. Ich bräuchte jetzt diesen Typen da wieder. Weiß nicht, wie er heißt. 375. Woo. So, wie? Wir sind noch nicht im System. Das ist ja mal Fake. Das Spiel falsch. So, nach Kypladon und dann auftanken, würde ich sagen. Das, ich habe nur das 619, das ist jetzt nicht so viel. Und wir machen hier einen Cut nach 45 Minuten. Bis dahin und tschüss.